Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano zur Left-Hook-Kampagne. Wir haben im letzten Mal hier eine Einheit mit den Panzergrenadieren rausgenommen und jetzt würde ich ganz gerne hier das nächste Bataillon angreifen. Und dazu nehmen wir einerseits die belgischen Leopard 1 und jetzt müssen wir mal gucken, haben die hier irgendwas Vernünftiges dabei? Spartaner Milans. Hier ist noch ein Challenger dabei, aber halt nur einer. Den müssen wir dann sehr, sehr mit Bedacht anfassen, wenn wir da jetzt angreifen. Wir könnten natürlich die Hubschrauber nehmen. Wobei ich die natürlich gerne behalten will, um im Zweifelsfall dann hier zu unterstützen gegen die Artillerie. Die Highlanders wäre halt so. Können die Highlander angreifen? Nee, die kann ich nicht mitnehmen, weil ich die halt dann... Ich stelle die Highlander mal dort auf. So. So, Angriff vorbereiten. Highlander, Leos. 8:8 unentschieden. Das ist Death Row. Haben wir lange nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Wir gucken nochmal kurz rein, was er hat. Er hat eine Konkurs. Er hat 3 T-80er. Er hat eine Metis, 2 Metis, 3 Metis. Und hier noch ein komplette... Oh ja, das könnte spannend werden. Da könnten die Highlander... Was können wir noch... Ja, die Hubschrauber als Hilfstruppen mitnehmen. Ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend. Und ich habe wieder keine Flugzeuge dabei. Das ist eigentlich Absicht, weil ich die Flugzeuge eigentlich immer gerne im Backup halten will. Falls er uns angreift, dass wir da mit starken Einheiten reagieren können. So, die Leos. Oh, die haben 6 Geparden dabei. Nice. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. So, wir gucken uns mal die Punkte an. Alpha und Charlie ist natürlich... Die liefern jeweils 3 Punkte. Das wird spannend, weil... In die Punkte reinzukommen ist jetzt, glaube ich, die größte Herausforderung. So, wir gehen mit dem Offizier dahin... Wir nehmen die Leos. Wie viel haben wir denn davon? Oh, da haben wir einige davon. So, die Leos. Straight forward. Das sind dann schon die Leos mit der Kanone, die ein bisschen mehr Reichweite hat. Das ist gut. So, die gehen erstmal hier hin. Die können dann hier über die Ridgeline gucken. Infanterie-Scouts. Puh, keine. Die Queens. Auch nicht. Oh, das ist bitter. Keine Infanterie-Scouts ist wirklich scheiße. I am listening, Captain. We'll come. Affirmative. Das wird auf jeden Fall spaßig werden. So, wenn er da... Okay, dann müssen wir uns höchstwahrscheinlich da reinstellen und... Die Leos da mit rein. ATGMs. Hier, Milans. Gut, wir schicken da auch einen Offizier Leo mit hin. Dass wir da an den Punkt reinfahren können. Versorger-Trucks. Das sind die kleinen, oder? 500, ja. Die haben sie nicht gebufft. Die bei den Deutschen haben sie die gebufft. Das ist echt spannend. Okay. Haben die Queens irgendwelche Fahrzeuge? Nee. 7,62 Maschinengewehr.
Komm, nehmen wir mal. Wir testen das mal. Aber wie wirklich viel Hoffnung, dass das was... Ne, das sind die Milans. Hier ist das. Ist das MG. So. Die rechte Flanke und die Flanke hier. Wir gehen mit denen mal... Ja, wobei, da können wir auch von hier aus starten. Da lang. Da lang. Und da rein. Und ihr... Nee, ihr kriegt mal noch einen Versorger mit dahingestellt. Ach, das ist jetzt wieder ein großer Versorger. Nee, nehmt mal die belgischen Versorger. Ihr braucht keinen Tausender. Falls der rausgeht, wäre das scheiße. So. Dann... Die rechte Flanke. Waiting for orders. So, hier nehmen wir mal den Challenger mit. So. Tja, das Problem ist halt wirklich Scouts, ne? Ah, hier sind Infanterie-Scouts. Na, immerhin. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, dann rein da. Habe ich hier einen Scout falsch gesetzt? Nö, ich habe schon gar keinen dabei. Okay, warte mal, geh du mal von... da lang. So, 4 Punkte. Dann nehmen wir mal noch einen Leo. Und gehen mit dem dahin. So. Versorger-Trucks brauche ich noch. Okay. Dahin. Dahin. Und dahin. So, speichern. Das wird jetzt spannend. Vor allen Dingen erstmal die Panzer da rauszukriegen. Vielleicht. Wartet mal. So, jetzt nochmal speichern. Und dann starten wir. Das Problem ist wirklich jetzt, dass hier die Punkte so weit Richtung Gegner verlagert sind. Wir greifen halt an, da ist das öfter so. Aber das ist natürlich die Herausforderung jetzt. Wir müssen jetzt wirklich schnell sein und... Ja, ja, genau. Das war halt klar, dass er die Punkte sich da direkt holt. Search and destroy. Tank ready. Da kommt der T-80. Ah, das ist doch schon mal gut. Gun ready, sir. Nice. Das war wichtig. Okay, der kann nicht nebeln. Yes, sir. Oh, scheiße, Infanteristen. So, da der T-80 ist natürlich ein Problem. Die Milans würde ich gerne behalten.
Yes, sir. So, plus 6, 9 Minuten. Okay, die Scouts da müssen auf jeden Fall raus. Dafür müssen die Leos mal sorgen. So, die gehen mal dahin. Und hier müssen wir jetzt mal gucken. Erstmal ihr weiter nach vorne. Und der Spartaner muss jetzt hier mal sich nach vorne arbeiten. Ach so, und was wir auch machen können ist... Bin ich bescheuert? Die hatten doch noch irgendwo... Hier. So, die schießen da fröhlich auf die... Okay. Gun ready, sir. Er geht dahin zum Reparieren. Die bleiben stehen. Der bleibt stehen. So, Challenger gegen T-80. All ammo spent. Go back slowly. So, den Challenger müssen wir wirklich mit ein bisschen Bedacht anfassen. Okay. Und hier bewegen wir uns mal nach vorne. Und wir holen mal hier Infanterie rein. Stop and have a look around. Radio check, red 1-6, over. So. Was steht da? Da stehen Fahrzeuge. So, die Panzer erstmal da rein. Roger. Wir brauchen halt Zeit. Wir müssen uns jetzt Zeit erkaufen. Ready to blow some tanks. Let's go and watch out. So, der geht zurück. Tank ready. Move, but watch our flanks. One less enemy. Nice. Platoon is formed and ready. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Milans. Hatten wir nicht noch Milans? Ja, die haben wir schon alle verbraucht. Ich hatte doch... Ja, oder er hier. At your orders. Roger. Search and destroy. So, kann die hier... Go in there. Mal gucken, ob die von da aus schießen kann. So, der Scout geht dahin. Der lädt mal das MG wieder ein. Hä? Medic, wo? Ah, hier. Ready to blow some tank, sir. Er kommt nicht an den T-80 ran, weil da irgendwie Häuser da im Weg sind. One less enemy. Ärgerlich. So, aber wir haben uns ein bisschen Zeit erkauft. Wir schicken hier Infanterie.
Infanteristen rein. If the enemy's in range, so are we. Go back slowly. So, und der Versorger geht mal dahin. Da kriegt er einen neuen Offizier, kommt da rein. Waiting for instructions. Prepare to engage. So, der ist leer. Der Scout geht nach vorne. Waiting for orders. Out on ammo. Wir brauchen da schleunigst Infanteristen. Und ich hole mal hier noch ein paar Panzer dazu. So, ich komme an den T-80 da nicht ran. Das ist natürlich scheiße. Da geht ein BTR raus, das ist gut. Noch ein Scout. Gut, jetzt gehört uns der Punkt, das ist schon mal ganz gut. Da steht irgendwas mit ADGMs. Ah, eine Metis. Gut, das MG wird ordentlich zerlegt. Der eine Leo geht mal zurück. Hallo. Sehr schön. Gut, dann holen wir jetzt hier mal die Versorger ran. Da ist noch eine ekelhafte 30 mm. Oh, da konnte die Milan fast schießen. BTR, okay. Successful hit. Nice. Looking for enemy planes. Und wir da was machen können. Das sind ja einige an BTRs. Somebody call for a cab. We'll deploy at this position. Yo, nice! Alter, was ist da denn los? Nice! Baker 5 ready. Da ist der Scout unter Druck. Da versuchen wir mal von zwei Seiten hier ranzukommen. So. Haben wir hier irgendwo... Ne, wir haben eine Milan, aber... und wir brauchen hier mal... einen Versorger. Sehr gut. Okay, dann rücken die mal hier weiter vor. Der Scout bleibt da erstmal stehen. Sehr gut. 34 Punkte.
Sir. We have orders, boys. So, wir haben, glaube ich, lasst mich mal schauen, haben wir irgendwo Mörser? Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwo Mörser gesehen, ja hier. Da können wir nämlich solche Einheiten dann mal ausgraben. My pleasure, sir. Andrew, get there! Weil das ist gerade tatsächlich ein Problem. Nein, wobei. So, der Scout nach vorne. Nice! Gut, was ich mal brauche, ist den der Scout da drüben und den Spartaner gerne dahin. So, die Metis sollte da jetzt hoffentlich rausgehen. Und die stellen sich bitte mal auf die normale Freifläche. Ansonsten habe ich da Schiss, dass die von irgendwelchen RPGs rausgenommen werden. So, der hier, frisch die mal auf. Ne, wir gehen mal zurück. Und er frischt sie da auf, okay. Wir arbeiten uns da mal ein Stück nach vorne. So. So, jetzt ist es auf jeden Fall ausgeglichen. Wir haben jetzt keinen Zeitdruck erstmal. Die frischen wir auf. Die gehen da vorne mit rein. Wobei, das können die mal bei das Fahrzeug machen. Genau. Bring us there, taxi. So. It always comes down to the infantryman and his rifle. Gut. Ihr merkt schon, ich gehe ja wieder sehr vorsichtig vor, weil ich einfach nichts verlieren will, beziehungsweise keine unnötigen Verluste eingehen will. Na, ah, haben die jetzt genug Sprit hier? Komm, fahr. So, ja, sehr gut. Recon Unit at your orders. So, Scout nach vorne. Ziel ist es natürlich, so viel Verluste wie möglich ihm jetzt zuzufügen. It always comes down to the infantryman and his rifle. Hallo Motor. Motorstreckis. So, hier ist noch ein Leo. Gun ready, sir. Der Mörser. BTRs. Wir fahren einfach mal weiter. Bisschen Abstand halten, damit wir nicht von ATGMs überrascht werden. Nehmt das mal die BTRs raus, das ist einfaches Fresschen. Nice. Radio check. Red 16, over. Kommt schon. Okay. So, dann die. Sehr schön. Die Infanteristen da. Da ist noch ein voller BTR. Na los, Leos, gib mal ein bisschen Gas. Noch ein BTR. Der steht da hinten einfach rum. Krass. Das sind teilweise MTBs und BTRs.
waiting for instructions. Naja gut, dann Feuer frei. Sie müssten aber noch mehr Leos sein, ja. Nice. Sehr schön. Solange er da keine T-80er mitbringt zum Spielen, ist mir das alles egal. Sehr gut. Ich glaube, das sollten die nötigen 17 Punkte sein, was da so rumsteht. Sehr schön, 15. Waiting for orders. Die Artillerie ist da ein bisschen assi, weil die nimmt mir jetzt den Scout raus, oder? Ne, okay, die Art hier wird angegriffen. Need some extra ice, sir. Ja, kann der erstmal stehen bleiben. Waiting for orders. Sehr gut. Was macht die KI da? Na gut. Das sieht ziemlich... Könnt ihr mal bitte noch den Versorger rausnehmen? Ja. I've got it. Okay, sir. 30 mm. 3 Punkte noch. Wow, 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 wow. Komm, die letzten zwei Punkte. Die letzten zwei Punkte. Los jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ja, der hat da noch einen T-80 stehen gehabt, aber mit dem wollte ich jetzt hier zum Schluss nicht noch spielen. Was haben wir jetzt verloren? Ah, eine V. Ja, okay, das ist überschaubar. Die Frage ist jetzt, haben wir ihn... Oh, wir haben ihn nur desorganisiert geschossen. Das ist natürlich jetzt... ja, da müssen wir jetzt einen Angriff dafür opfern, um ihn rauszukriegen. Dann wäre die Lücke hier erstmal offen und dann wäre die Artillerie fällig. Das wäre natürlich schon ziemlich nice. Gut, das ist unsere nächste Aufgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Gemonfin, Kulle, Kirtano, Carbine, Rico, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.